Guten Tag, Carmen Weller ist mein Name. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und psychosomatische Medizin und Psychotherapie und bin Chefärztin im Mediklin-Zentrum für psychische Gesundheit in Donaueschingen. Heute möchte ich über Schlafstörungen im Rahmen psychosomatischer Erkrankungen sprechen. Häufig kommen Patienten zu uns, die berichten, dass sie nachts kein Auge zutun, tagsüber unerholt sind und erschöpft, nicht mehr leistungsfähig sind und sich quälen. Wir sprechen von einer Schlafstörung, wenn tatsächlich auch tagsüber die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist und das Wohlbefinden der Patienten oder Menschen, die sich an uns wenden, leidet. Fast jede psychische Erkrankung kann mit Schlafstörungen einhergehen. Aber auch das Alltagsleben, Stress im Privatleben oder im Beruf können zu Schlafstörungen führen und das Wohlbefinden am Tage beeinträchtigen. Das Wichtigste ist uns eine ausführliche Diagnostik. Hier spielen sowohl der Alltag, die psychologischen Faktoren, eine gründliche Anamnese eine Rolle, als auch die ärztliche Untersuchung, ärztliche weitergehende Abklärung, Beachtung von verschiedenen Diagnosen in der Vergangenheit und Gegenwart sowie gegebenenfalls weitergehende Untersuchungen eine Rolle. In enger Kooperation mit einem Schlaflabor in der Nähe können wir auch ausführliche somatische Diagnostik durchführen. Es ist wichtig, bei Schlafstörungen, aus welcher Ursache auch immer sie entstanden sein mögen, wieder einen gesunden Schlaf-Nacht-Rhythmus zu etablieren. Hierzu bewährt es sich, neben notwendigen medikamentösen Maßnahmen, nicht medikamentöse Maßnahmen einzusetzen, um einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen. Eine dieser Möglichkeiten ist das Licht. Während morgens und tagsüber ein eher anregendes Licht auf den Fluren und Gängen bemerkbar ist, ist die Lichttemperatur abends wärmer. Dies führt dazu, dass tagsüber die Melatoninausschüttung unterdrückt wird, die Tagesmüdigkeit sich reduziert und eher abends die Schlafphasen angeregt werden. Für Fragen rund um die Behandlung oder auch die Entscheidung, ob eine Behandlung sinnvoll sein kann, stehen wir gerne für Sie zur Verfügung. Benutzen Sie gerne hierfür unseren Rückrufservice und wenden Sie sich an die Telefonnummern auf der Website. Ich freue mich auf Ihren Anruf.